Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Also Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe ihr auch. Hi! Wenn das nicht anders ist, danke, dass du vorbeischaust. Okay, fürs Vorbeischauen heute gibt es ein gratis Rundengeschenk. Damit seh dich gut. Ja, da bin ich mal gespannt heute, wie jeden Tag. Gestern hatten wir ja einen relativ einfachen Pokémon-Kran, in Anführungszeichen einfach. Hat zwar noch keiner geschrieben, ob er den auch gespielt hat jemals, aber sollt ihr den spielen wollen, ihr habt ja gesehen, wie es möglich ist. Und dann gucken wir mal, was heute Sache ist. Okay, den haben wir komplett. Ich bin wieder überraschend für mich, wenn ich mir die alten Sets angucke, die ich halt irgendwann mal schon mal gespielt habe. Hm, ja, schade eigentlich, ja. Den haben die Leute ja in 3 Runden geschafft, nachdem halt hier der Kettenhund plus Mario gleichzeitig runtergefallen ist. Und ja, ich bin natürlich wieder, hab natürlich Pech gehabt, dass es nicht geklappt hat. Ich glaube, ich sollte mir eher mal angewöhnen, einfach nur mal so durchzugehen, ohne groß zu gucken, ob ich jetzt was spielen wollen würde und was nicht, weil ich am Ende sowieso dann nochmal nachgucken werde. Das haben wir auch komplett. Und ja gut, hier fehlt noch das eine, ja. Könnte man vielleicht mit 2 Runden greifen, je nachdem, ob es einem nicht zu tief runterrutscht. Weil es kann ja so gut sein, dass es natürlich sehr leicht runterfällt. Aber aktuell, ja, hier könnte man sogar mit den Stressbedingungen arbeiten, dass hier die anderen 3 runterfallen, je nachdem, ob sie auch wirklich fallen wollen, weil ja alles gelockert ist. Hier den Hamburger hätte ich auch damals haben können. Ja, es ist halt auch wieder dieses typische, man sieht halt alte Sets, die man schon mal gespielt hat. Und die dann eigentlich längst komplett sein können, wie zum Beispiel den hier. Könnte man mit einer Runde spielen, sollte man was anderes failen. Hat immer wieder den kleinen Vorteil, es sei denn, die bleibt natürlich da liegen, wo der Eskimo ist. Und hier ist natürlich wieder schwieriger zu sagen, mit links und rechts Bewegungen arbeiten. Wobei das hier ist ja jetzt Bombe im Vergleich zu anderen, wo man mit dem Greifarm reingeht. Und jetzt sind wir schon wieder am Anfang. Irgendwie kamen mir viel Pokémon vor, gell? Das geht manchmal sogar richtig schnell hier. Okay, gut. Dann gucke ich nochmal durch, weil ich genau spielen möchte. Also bis gleich. So, Leute. Ja, hier habe ich mal ein bisschen Links-Rechts-Bewegung gemacht, um zu zeigen, dass man auch hier wieder die 3 Mark runterwackeln kann. Aber ich werde diesen Kran heute nicht spielen. Ich gehe gleich zu dem, den ich spielen möchte. Möchte hier noch kurz erwähnen, durch die Links-Rechts-Bewegungen sind auch die ganzen Marken nicht gelockert. Also die sind alle drei verschiedenen sind locker. Oder gerade alle Marken. Und wenn man hier Geduld hat, dann könnte man hier mit Links-Rechts-Bewegungen das so machen, dass halt die natürlich langsam nach links rutscht. Und diese 2 rutschen dann langsam in diese Lücken hier rein und drücken halt die Marken hier nach links. Also die 2 könnte man dann sich vorstellen, dass die wegfallen. Wenn die dann gut nach links rutschen und hier dann zwischen die Lücke, dann kann es vielleicht sogar sein, dass man den Hamburger kriegt. Aber ich glaube eher weniger, dass der Weg halt viel zu lang ist für den Hamburger. Aber dass man zumindest sagen kann, wenn man dann die 2 Marken hier runter bekommen könnte, mit ein bisschen Geduld, dass man mit einem Schlag dann vielleicht sogar den Hamburger kriegt. Das wäre so die Theorie. Aber ich möchte heute einen anderen Kran spielen. Ich bin übrigens gespannt. Ich freue mich so ein bisschen, dass heute viele Marken, viele Kränen dabei sind, die man auch mit einer Runde spielen kann, je nachdem, wenn es halt gut läuft. Und zwar genau diesen Kran hier. Und zwar habe ich das letzte Mal gesehen, beim Japaner wieder, wie man den Kran hier in 2 Runden komplettieren kann, wenn es nicht klappt, in 3. Und zwar haben wir ja immer überlegt gehabt, wie spielt man den am besten, weil man ja die Blöcke nicht greifen kann, weil die viel zu groß sind. Und man kann auch hier nicht runterdrücken und hier nur schwer runterdrücken, wenn man halt wirklich ganz knapp greifen muss. Und zwar ist das Ganze so aufgebaut, dass man hier so reingreifen muss, dass man am besten halt hier nach unten drückt und dabei halt hier, also wenn es mit 2 Runden klappen soll, dass man das halt hier so anstößt, dass es halt gleich mit runterfällt. Und sollte das nicht klappen, dann kriegt man halt nur die und muss es halt dann hier auch nochmal so machen, dass man halt hier so runterdrückt, dass halt sich der Block halt so nach rechts oder nach links stellt, dass man dann am Ende dann hier unseren KK greifen kann. Dann hoffen wir mal, dass es klappt. Wenn es nicht klappt, habe ich immer noch andere Möglichkeiten zu spielen. Das ist ja das Schöne daran an dem heutigen Tag. Aber nicht lange reden, sondern halt wirklich gucken, dass ich halt getimed los. Also man muss halt wirklich hier in die Lücke reinkommen und am besten halt so, dass man das knapp berührt, dass es halt noch nach rechts geschoben wird. Hoffen wir es einfach mal. Na? Genau so. Seht ihr? Und schon ist aus einem Kran, wo man sich gefragt hat, wie soll man den am besten spielen, ein 2-Runden-Kran geworden. Das muss natürlich noch KK greifen. dürfte ja eigentlich nicht fehlen, aber bei dem Game hat man schon so viel gesehen. Müsste aber passen. So, also damit man es auch mal gesehen hat, ist sehr schön, wenn man halt solche, ja, wenn man halt aus dem Kram, man sich fragt, wie macht man den am besten? Und hat man vielleicht schon das eine oder andere Runde verschenkt, dass man das in 2 Runden schaffen kann. Also das mit dem, dass man den anderen Block nach rechts schiebt, das ist ein bisschen Skill, weil man halt natürlich passend den Kran loslassen muss.
Aber ansonsten ist es halt wirklich ein 2-3-Runden-Kran. Also dass man halt dann die Blöcke halt einzeln runterwirft. Freut mich. Und wenn wir halt beim Training dann noch eine Runde bekommen, dann kann ich immer noch versuchen, diesen einen Seehund zu greifen von Risen Paradise Megamix. Ich hoffe, dass er mir diesmal auch runterfällt und nicht den Platz mit dem Eskimo tauscht. Aber dann gucken wir erstmal, was wir im Training haben. Na Bobby, lass uns mal durch hier. Freut mich, wenn man halt wirklich mal wieder auch ein paar Kräne hat, die man halt ein bisschen mit Skill spielen muss und trotzdem dann komplettiert kriegt. Also ja, dann gehen wir mal zum Training. Hier ist heute gedrehtes Kranspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, einer von diesen Krähen, wo man halt theoretisch sagen könnte, man könnte ihn in 2 Runden komplettieren, wenn man es schafft, diese Schale, sag ich einfach mal, oder Wippe, Schale, ich glaube Schale macht mehr Sinn, dass die halt hier einmal nach rechts, hier nach hinten geschoben wird und dann halt irgendwie hier nach rechts, aber ja. Ich bin überlegen, ob ich das am letzten Mal so gespielt hat, dass ich hier den hier nach unten gedrückt habe, dass sie dann hier nach rechts ging, ich glaube schon. Ich probiere es einfach aus. Ich kriege ja eh heute Minimum eine Runde. Damit man dann das zumindest mal hier so haben. Ja, genau. Okay, das ist der gute Anfang. Alles klar. Und dabei kriegen wir vielleicht noch einen extra Marker. Okay. Alles klar. Am besten wäre es halt wirklich, wenn man halt hier die Marke greifen könnte und die hier dann das nach rechts schiebt. Aber dadurch, dass sie jetzt hier so liegt, wird die erst eher runtergeschoben. Heißt, wir können wohl das nicht so runterwerfen. Und hier nach unten drücken macht auch leider nicht viel Sinn, weil... Ja, weil es wird sich eher hier noch so bewegen und dann wird es wieder so zurückfallen, wie es war. Ist auf jeden Fall ein interessanter Kran, wo man sagen kann, der ist ja ganz leicht, wenn man es halt, in Anführungszeichen leicht, wenn man halt schafft, alles in einem Rutsch runterzuwerfen oder halt nicht. Aber dann werde ich halt trotzdem mal gucken, dass ich mit die greife und hoffentlich auch gegriffen kriege, weil hier jetzt so reinzugreifen, entweder bleibe ich an der hier hängen oder hier, wenn ich hier reingreifen möchte. Hoffen wir mal, dass es trotzdem klappt. Ich muss nur reingreifen, ich habe sonst keinen Platz, sehe ich gerade. Hoffentlich hat er die auch. Na komm, schieb. Ja, schade. Also wie gesagt, wenn die Marke noch ein bisschen anders gelegen hätte, dann hätte man es vielleicht nach rechts rüberschieben können, aber ich bin damit eigentlich schon zufrieden, dass es halt trotzdem klappt. Also hätte die auch die fallen lassen können, dann hätte es nicht geklappt. Aber so, man hat zumindest die Möglichkeit, dass man ihn auf verschiedene Wege spielen kann. Das wollte ich damit sagen, bei dem Kran hier. So, alles klar. Warum ist die Marke noch? Ist halt ein bisschen schade, weil man könnte ganz viele Marken kriegen, was immer schafft, in 2 Runden zu bekommen. Aber ich bin damit dann trotzdem so ein bisschen zufrieden. Ne, halt die auch fest. Das wäre jetzt zum Beispiel ärgerlich, wenn das die letzte Marke wäre aus dem Kran hier. Man hätte 4 Runden gehabt und dann würde sie einem wieder zurückfallen. So. Soll ich mal überlegen? Ich glaube nicht. Also wenn das hier schon so liegt, dann glaube ich nicht, dass man mit dem ersten Griff das schon so rüber bewegen kann. Kommt eine Marke, dann passt das auch schon wieder. Und ich sehe auch gerade am besten wirklich mittig greifen und wenn es gut klappt, dann kriegen wir die auch Marke auch wieder. Ja, oder auch nicht. Na gut, egal. Da kann man halt nicht viel machen. Und diesmal liegt auch die ein bisschen anders. Die hatte ja vorher hier gelegen. Ist halt immer so die Sache, ob man es halt dann trotzdem schafft. Also gut, wenn der jetzt so wie liegt wie jetzt, dann könnte man schon sagen, gut, man kriegt es vielleicht in 2 Runden, aber jetzt haben wir 2 Runden. Na gut. Wenn es unnötig ist, dann kriegt man meistens 2 Runden, interessanterweise, aber okay. Dann gucken wir mal, was ich mit 2 Runden noch machen kann. Vielleicht spiele ich ja noch den einen Kran mit den, wie heißt mit dem Gemüse, was ich ja vorbereitet habe. Gucken wir einfach mal. Na Wuppi, lass uns durch. Go, go. So, ja, ich habe jetzt hier noch ein paar Minuten die Restbewegung gemacht, um zu gucken, ob vielleicht hier der, wie heißt der jetzt nochmal, der grüne Blumenkohl. Fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, wie das eigentlich heißt. Dass er sich hier nach unten drückt und dass halt hier vielleicht noch die Paprika nach links gedrückt wird. Aber das wird wohl eher nicht der Fall sein, weil die eher irgendwie so nach in die Luft gedrückt wurde. Und was ich halt hier jetzt machen wollen würde, ist, dass ich halt hier so runterkomme, also mit dem Teil, dass ich halt mit dem Hammer hier so dagegen schlage, dass halt alle 4 nach rechts fliegen. Weil ich glaube, wenn ich hier oben hier dagegen schlagen würde, wäre vielleicht nur der Kohlrabi, heißt es so, oder? War das Kohlrabi? Nee. Kohlrabi ist wieder was anderes. Ich habe gerade die Namen vom Gemüse nicht mehr im Kopf irgendwie, keine Ahnung. Also dass ich halt das Teil hier, diese Marke, hier nach rechts schlage und dann hier vielleicht nur dann die nach anschiebe. Ich habe zwar 2 Runden, aber ich würde halt gerne gucken, dass ich halt möglichst viel in einem Schlag kriege. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich habe übrigens auch hier noch geguckt, ob sich hier großartig was bewegt. Aber es sieht eher so aus, als ob hier diese Cola auf den Marken oben drauf liegt und halt nicht nach unten gedrückt wird. Also dass sie halt wirklich gerade nach unten gedrückt werden, statt nach links. Und dass da halt leider nicht viel passiert irgendwie.
Aber vielleicht habe ich auch zu, ja, nicht lang genug eine Rechtsbewegung gemacht, kann natürlich auch sein. Weil, ja, etwa 5-6 Minuten habe ich jetzt rumgemacht. Okay, dann gucken wir mal. Wenn der Schlag nicht klappt, oder eher gesagt, wenn der Schlag so aussieht, dass ich halt trotzdem noch drei Marken habe, dass es halt schwierig wird, den zu kompetieren, dann kann ich immer noch auf den, heute die Namen sind bei mir ein bisschen schwieriger, auf den Seehund gehen. Dann hoffen wir es einfach mal. Auf jeden Fall gehe ich ganz nach links und schlage dann hier dagegen, weil hier das nach unten rutscht, weil das kann wieder zurückrutschen, das darf ich nicht vergessen. Aber hoffen wir es einfach mal. Das war schon zu weit. Das war schon von oben zu weit, ja. Ja, brauche ich nicht zu wundern. Ja. Ja gut, da braucht man natürlich sich nicht zu wundern. Okay, gut. Dann vergessen wir das. Dann holen wir uns noch hoffentlich den... wo war er denn? Ich glaube, ich hätte in die andere Richtung gehen müssen. Hoffentlich den Seehund. Und falls nicht, dann, ja, dann rutscht er hier wieder drauf und dann habe ich Pech gehabt. Wie beim letzten Mal schon. Na, kommst du her? Normalerweise müsste es ja gehen, aber mit Pech hat man halt natürlich immer das Problem, dass halt die Marke dann trotzdem oben drauf liegt. Aber okay, passt. Alles klar, gut. Dann hat man zumindest, habe ich heute wieder mal zwei Sets komplettiert. So oder so. Ist zwar schade darum, weil ich hätte ja schon lieber den mit dem Gemüse komplettiert, weil ich den schwieriger finde. Das hier ist so ein runden Ersatzkran, kann man schon fast sagen. Aber dass man halt zumindest, ja, nicht zu sehr gefehlt hat, sage ich mal. Hätte ja auch bei dem, ich gehe zum Training, exakt zur Sammlung und dann kann ich das immer noch erzählen. So, und da sind wir hier beim DJ KK. Und gleichzeitig hier haben wir das auch jetzt komplett hier, alles klar. Und was ich halt noch kurz sagen wollte ist, hätte ich halt hier mit dem einen Griff gefehlt, dass ich halt da hätte drei Runden nutzen müssen, dann wäre es am Ende auf selber rausgekommen. Da hätte ich halt dann nur einen Kran spielen können mit nur einer Runde. Und das wäre dann der hier sowieso gewesen. Also war das halt ein Versuch, der halt nicht geklappt hat. Aber ich bin dann trotzdem zufrieden, weil zwei Sets an einem Tag zu komplettieren ist ja trotzdem etwas Besonderes für mich. Dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Battle Arcade Training sehen wollt oder auf meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also, wenn es gut läuft, kriegt man es vielleicht doch in zwei Runden hin. Mit Pech halt, ja, in vier, wie man halt mir gesehen hat. Oder mit ganz viel Pech, dass man halt eine Marke nicht bekommt. Sogar erst in fünf. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.